Eins. Das ist jetzt der vierte Teil von Gothic 2 Let's Play an diesem schönen Mittwoch. Hallo Leute, schön, dass ihr wieder einschaltet. Wir befinden uns im Söldnerviertel, ein tolles Viertel, voller Idyll und Prügeleien. Und die Leute wollen sich nicht schlagen mit uns. Stehen dumm in der Kneipe rum, wollen uns mit alten Forken behaken. Alten Forken, wissen Sie. Erlauben nicht öffentliches Totschlagen. Heißen wir das gut? Nein. Denn töten ist sexy. Das habe ich nicht gesagt. Okay. Hast du Bock mit uns auf eine weitere geile halbe Stunde? Okay. Rein ins Game. Wir gehen mal kurz ins Spiel rein. Ich glaube, diese Bauern hier, die kommen nicht mehr runter. Die werden jetzt auf ewig, keine Ahnung, sie wollen schlagen, aber die Furcht hält ihre rostigen Sicheln zurück. Hey, Bauer, bist du öfter hier? Kann ich Wie sieht's aus? Wie die aussehen, ey. Sag, oi, oi, oi. Töten ist ja so sexy. Speichern mal kurz. Oh yeah. Dann schauen wir mal. Kurz ins Spiel reinlunzen. Yeah. Wow, was geht hier ab? Er will den ganzen Laden unternehmen. Das klappt doch niemals, aber egal. Wir haben nicht angestarrt. Wir wollen nicht so starren. Silvio ist unbesiegbar anscheinend. Er blockt auf jeden Fall alles weg. Nee, du kannst ihn nicht. Er macht gar nichts. Okay. Ja. Da ist mir kurz die Hand ausgerutscht. Es tut mir leid. Aber bei der Musik kann ich mich nicht aufregen. Ach, Michael, ist das so schön mit dir. Wirklich, ich bin so froh, dass wir wieder hier sitzen, ey. Aber regt sie dich auch auf, wenn die mich angucken? Egal, wir gehen jetzt mal hier wieder raus. Das regt mich auf. Und, was machen wir jetzt eigentlich? Was war jetzt der Plan? Wir gehen jetzt zu Seekops Hof. Zu Seekops Hof, wieso? Das wurde eben gesagt, dass wir es tun sollen. Ja, das war so eine von den 5000 Quests, ne? Was Alter, brennt denn das? Der hat einen brennenden Bogen. Wie geil ist er denn? Gib ihn mir. Bist du Legolas oder was? Gib ihn sofort her. Kann ich bei dir? Ja. Nee. Brauchst du das nicht? Wir können auch gar nicht Bogen schießen. Ja, aber das brennt! Ich will ihn nur haben, weil er brennt. Ich will es haben. Ich will damit ein Selfie machen, Mann. Ja. Das ist doch richtig geil. Ein Blitzschwert, Brennbogen. Ist doch ein Cheater, ist das doch. Ja. So, Seekops Hof, da vorne. Wer wollte ballern? Oh, hat er gekriegt. So, Silvio, kriegt er nicht. Da vorne lang. Beim Feldweg rechts, haben sie gesagt. An der Feldkreuzung. Das kann ja eigentlich nur das. Ach, wir sollen auch alte Münzen abgeben. Ach ja, stimmt, bei dem Opa im Hof, das weiß ich sogar noch. Ja, machen wir. Machen wir noch glatt. Ansonsten können wir uns jetzt natürlich wieder überlegen, machen wir eine Quest oder gehen wir wieder nur irgendwas umwemsen? Nee, ich würde schon jetzt gerne weitermachen. Ich würde jetzt gerne, Leute, müssen wir jetzt zu Seekops Hof oder ist das jetzt Quatsch? Wir haben 1000 Optionen jetzt. Es hieße, wir dürfen nicht pennen gehen, weil dann wäre die Quest weg. Die Seekops Hof Quest? So las ich eben. Aha, ja, dann machen wir sie doch gleich mal. Aber erstmal müssen wir jetzt hier hoch. Und ich glaube, der ist da oben irgendwo. Mich recht im Sinne. Maria. Hallo. Jetzt sind wir gleich beim. Nee, das ist das Schlafzimmer vom Chef. Nee, dann sind wir hier in die falsche Richtung hochgelaufen. Klar, zum Kloster müssen wir auch noch später, das ist klar. Ja, klar. Da hinten ist er das? Nee, das ist natürlich nicht so. Irgendwo hier oben ist der. Zum ersten Mal. Hä? Wir sollen runter, steht hier. Dann war es doch unten, hinten rein. Ja, unten. Hinten rein. Das ist für den Reinke besonders fein. Ja. Wo? Im Kamin oder was? Hier ist doch gar nichts. Achso, warte mal, ich weiß. Da vorne, der Dude. Vasili. Will Münzen kaufen. Achso, die Seekopf. Ich zahle dir eine Goldmünze dafür. Ja, ein bisschen wenig. Erstmal handeln. Handeln, habe ich gesagt. Nee, dann behalte ich es lieber. Ne? Das ist auf jeden Fall auch ein Handel, aber ein bisschen wenig. Erstmal zwei kannst du ja mal fragen, erstmal. Ein bisschen. Nix da, ich bin doch nicht bescheuert. Verschwinde. Okay. Nochmal, red nochmal mit ihm. Kann doch nicht wahr sein. Ich habe hier eine. Du Hund weißt, was ich dafür zu zahlen bereit bin. Was ist das für ein schlechter Deal? Dann behalte ich sie lieber, okay? Nee, dann behalte ich sie lieber. Die hat eh keinen Wert für dich. Du kommst wieder. Oh. Ich habe hier eine. Du Hund weißt, was ich dafür zu zahlen. Ja, dann handeln wir halt nicht. Na ja, gut. Nee. Die hat eh. Dann tschüss, ne? Ich meine, wir haben davon irgendwie 20 Stück. Können wir auch behalten. 20 lächerliche Pfennige oder so. Ich will dafür 100 Gold pro Stück. Keine Sau. Was sagt eigentlich Onam mittlerweile? Metal und Onam. Zahl mir meinen Sold aus. Oh, es gibt 50 pro Tag. Wo warst du die letzten Tage?
Du hast dich nicht bei mir. Du könntest dich wer weiß wo rumgetrieben haben. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Zahl mir mal. Echt so? Bist du verrückt? Arbeite erstmal einen Tag. Okay. Zahl mir meinen scheiß Sold aus. Ich will ein Schaf kaufen? Warum? Na, ich will meinen scheiß Sold haben. Ja, den gibt er ja nicht. Insofern. Auf Wiedersehen. Lass die Münzen. Die Münzen geben XP, habe ich gerade gelesen. XP? Ja. Ah, okay, da, alles klar. Now we're talking, Freunde. Na gut, für XP mache ich alles. Vasili. Ich habe hier. Du. Abgemacht. Gut. Wenn du noch mehr davon hast. Interesse an weiteren. Eieiei. Okay. Hoppala. Eieiei. Danke. Hier ist dein Geld. Bring mir alle, die du finden kannst. Okay, dann will ich jetzt aber auch ein Schaf kaufen. Hat schon wer vor ein paar Nächten. Er hatte sich ja. Aber ich habe ihn in die Flucht. Okay. Willst du ein Schaf haben? Ja. Wollen wir ein Schaf kaufen? Ja, komm. Okay, ich weiß zwar nicht, warum. Und weißt du warum? Zum Töten. Zum Töten? Nein, es gibt freilaufende Schafe, die ich man will töten ein Schaf kann. Kaufen. Das war komplett. Was unser Schaf ist was Besonderes. Siehst du hier irgendwelche Schafe? Ich. Wenn du ein Schaf kaufen willst, dann geh auf die Weide. Pepe soll dir eins verkaufen. Okay. Mhm. Können wir es Schlucki nennen? Wieso? Aber nur so. Das finde ich irgendwie eklig. Sollen wir vielleicht mal hier in die Kirche rein? Da unten sind Skelette und so weiter. Da krieg ich mal Zauberringe ein bisschen, und so. Rein da kriege ich mal ein bisschen Angst. Schon ziemlich heftig hier drin. Ja, warte mal, wie geht's denn hier nochmal rein? Das war irgendwie so eine Quest oder so. Nee, wir müssen jetzt mal kurz jetzt klären, was wir als nächstes machen. Innerhalb von 24 Stunden oder also Ingame-Zeit, okay, alles klar. Ist die Quest quasi. Dann gehen wir jetzt zu Seekorpshof. Machen wir glatt. Ja. Das ist ja, glaube ich, der da vorne mit diesem unfreundlichen Knecht, den wir auch mal schon auf die Mappe gehauen haben. Ja, der war sehr unfreundlich, wirklich. Ja. Absolut unfreundlich. Ja. Unterwegs. Nein, das ist der Wald. Leute, ich lese mal so ein bisschen mit, was ihr hier schreibt. Sobald wir irgendwas Quatschiges tun. Hä? Sag das mal bitte. Hetze für Blöki. Blöki soll das heißen. Wir können das Schaf auch Dr. Sylven nennen, weil Dr. Sylven hängt hier oben. Würde ich übrigens jetzt noch gefragt. Das war bei Twitter oder bei YouTube, ich weiß nicht genau. Was seid ihr mit Dr. Sylven? Dr. Sylven wacht über uns. Wer ist Dr. Sylven? Dr. Sylven ist da oben. Achso, stimmt, den gibt's ja auch noch. Mit alter Hessel und Kaninchen. Okay. Können wir gleich mal die Kamera drauf ausrichten? Komm, ich zeige euch mal ganz kurz Dr. Sylven. Das müsst ihr, damit ihr wisst, dass Dr. Sylven noch da ist. Warte mal, hier gibt's Stress, warte mal. Warte, ich muss eben kurz Dr. Sylven zeigen. Da ist er, siehst du? Da ist Dr. Sylven. Hallo, Dr. Sylven. Ach, der ist ja doch ganz knuffig eigentlich. Warte, ich geh wieder hoch. Ah, oh, da ist er doch, guck mal. Der Doktor, oh. der wacht doch über uns. Okay, das reicht, danke. Ich stelle jetzt wieder zurück. Ungefähr. So, super, super, sweet, hi. Okay. Sehr gut. Okay, was geht hier ab? Okay. Die stehen hier alle rum, offenbar ist irgendwas los auf dem Hof. Aber weißt du was? Ah, hier ist Seekop, alles klar. Hey. So, zahl deine Pacht, Junge. Dem Großbauern, du bist ja nur der Pächter. Ona will, dass du endlich deine... Was? Und da schickt er einen Halunken wie dich, das glaubst du doch selber nicht. Mach, dass du wegkommst, bevor ich mich vergesse. Sind wir deswegen hier? Wegen der Pacht? Nee, rückt die Kohle raus, anscheinend, ja. Ja, wir machen erstmal so ein bisschen die subtile, fiese Arme. Ja, wir machen erstmal noch Mafia. Ich werde dann wohl Ona darüber informieren müssen. Von mir aus. Du kannst Ona sagen, ich habe nichts. Das ist die traurige Wahrheit. Es reicht uns nicht als Antwort, ne? Gut, ich möchte dir rein... Also wir haben, ich bin maximal geil hier drauf, den umzuhauen. Seekopf, ne? Hey, ja, der ist unfreundlich. Ich mach keine Muckern dafür. Drück die Kohle raus oder ich schlag dir die Zähne. Ja, Mann! Du Verbrecher gehst mir nicht an den Geldbeutel. Du nicht! Nicht schlecht. Nicht schlecht. Dieser Kampf war besonders leicht für uns. Jetzt habe ich den vielleicht schon wieder aus Versehen getötet, ne? Nee, alles gut. Er hält sich noch die... Michael Pfeiff, wie geil war das? Hey! Geil! Seekop! Und auch für Silvio! Okay, und für stimmt. Polko. Ja, haben wir auch nicht gemacht, ja. Und für alle anderen und für Schaf und für Pepe. Jetzt reicht's. Nein! So, doch. Pepe muss auch reinfliegen. Ich will mit Seekop reden. Ah! Mann, hau dir selbst eine runter. Das ist ja geil. Okay. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Hey, wo hast du das Geld, ja? Wo hast du das Geld? Nicht mehr schlagen, bitte. Ich will ja alles machen. Dann zahl deine Pacht. Aber Herr, ich hab doch nichts. Ich bin doch nur ein armes Schwein und halb verhungert. Meine letzte Ernte ist völlig vertrocknet.
Ich will meine Pacht bezahlen, aber ich habe einfach nichts. Hab doch Mitleid. Oh, wo ist das Kamerabild? Sag das so einer, dass das nicht da ist. Wie, ist weg oder was? Ja, guck mal. Muss man am Kabel rütteln. Wahrscheinlich muss man am Kabel rütteln. Komm. Hi! Aha. Hey. Nein, ich bin ganz alleine da. Guck mal, ich bin ganz alleine da. Hallo. Sollen wir kurz voten lassen? Nee, haben wir keine Zeit für, ne? Ich bin noch ganz alleine da. Was bist du? Nix. Wollen wir kurz voten? Nein, bezahlt sich die Pacht, ich bring dich um. Fertig. Ja? Ja. Wir sind unfreundlich, ne? Ja, alles klar. Rede keinen Unsinn. Hier regnet ständig und deine Vorratskammer ist voll. Bezahl jetzt deine Pacht oder ich bring dich um. Nein, bitte. Hier, nimm das Gold. Ich leg sogar noch einen Bonus drauf, wenn du mich nur leben lässt. Mhm. Das geht doch. Das ist mein Ruin. Ah. Nein! Nein! Er ist mutiert! Ach Gott! Und er hat mit uns gesprochen, so eine Scheiße. Niemand wird dich jetzt noch retten können. Ja, bring ihn um. Tod dem Suchenden! War dein Feind. Ja. Mal kurz aus. Wir sind verflucht, stand da gerade. Ja, habe ich gelesen, Micha. So, was machen wir denn jetzt? Naja, also es gibt einen Trank dagegen im Kloster finden wir den. Ah, okay. Also das Spiel ist nicht verseucht. Ah, krass, aber müssen wir jetzt nur noch Tränke einschmeißen, ne? Das ist natürlich übel. Ja. Hast du hier Banditen vorbeikommen sehen? Ja, wir laden. Allerdings. Wir könnten laden vorher. Sie sind bei Seekunst hoch. Aber der spricht uns doch sowieso an. Ja, wir können ihn einfach umhauen. Nee, der spricht uns an, wenn ich in seine Nähe komme. Wir können ja vorher umhauen. Ich täusche. Im Dialog noch. Dann hatten die Mistkerle ein junges Mädchen in den Wald gezerrt. Hoffentlich haben sie ihr nichts angetan. Egal, so geht's weiter. Wir gehen zu Satora später. Ja, ey, man muss mit dem Schicksal leben, was einem... Ne? Also so ist das. Warum ist er bis jetzt immer gehalten? Ja. So, tschüss. Was sagt hier? Sie sagt gar nichts. Nix. Und Till? Till ärgern. Till nochmal ein bisschen ärgern hier. Hat der jemand heute schon... Lass mich in Ruhe. Okay, hatten wir auch schon öfter. Macht immer noch Spaß. Ja, also dann brauchen wir es nicht in die Haie hauen jetzt. Komm, mit Ona reden. Mit Ona reden? Ja. Stimmt. Er will auch sagen, hey, wir sind. Aber da vorne steht noch so ein Suchender. Alter, wenn's jetzt können wir ja drauf scheißen. Ich mach wieder geile Kampfmucke an. Der steht in dem Hof. Warte, warte noch kurz. Die Musik muss wirken. Nee, kann ich nicht. Tänze. Zwei sind da drin. Vorsichtig. Oh, jetzt. Drei sind da drin. Vier sind da drin. Fuck, Mann. Eieiei, was geht denn da drin? Das müssen wir ausräuchern. Tod den Suchenden! Ja, okay, jawohl. Aber das geht nicht. Schaffen wir auf nie und nimmer. Dann weg mit uns. Ab zu Oda. Ja. Progress, Progress, Progress. Aber das ärgert mich. Die stehen da drin und die Bauern... Vor allen Dingen, er sagt überhaupt nichts. Von wegen, schaffen wir mal die Suchenden vom Hals oder so. Was soll denn da los sein? Ah. Haben wir Feuerregen oder irgendwas? Ja, man könnte das richtig schön ausräuchern eigentlich, ne? Guck mal, jetzt kommen sie schnell raus. Die sind miese Schweine. Die machen eine richtige Feuerparty in der Hütte. Aber der ist alleine. Lass mal mit Seekopf reden kurz. Ne, wieso? Weil das geschrieben wird. Mit Seekopf reden? Ja. Okay. Dann machen wir. Aber wir haben doch gerade schon mit dem gesprochen. Nochmal einmal. Ah, jetzt schießen die eh alle auf mich. Vielleicht helfen die ja. Nee, wir müssen neu laden. Ja, mal mit Seekopf springen. Ach, warte mal, hier. Ist was passiert? Du musst mir helfen. Die schwarzen Männer sind einfach nur zu dumm, ey. Ja, wir sind sehr dumm. Ich weiß, ihr Söldner habt es nicht so mit der Nächstenliebe, aber ich würde es euch auch entlohnen. Die Kerle sagten, sie würden etwas suchen, aber doch nicht in meinem Haus. Bitte, hilf mir. Macht, dass sie wieder verschwinden. Schwierig. Ah, das ist ja echt knüppelhart, ne? Das ist richtig. Vier Leute von denen auf einen Haben Schlag. Haben irgendwelche tollen Zauberruhen? Nee, also wir müssen die schon umhauen. Das ist das Beste, was wir können. Ist so. Ja, okay, aber zu viel. Mittlerweile ist das so, ne? Aber man kann sie doch einzeln platt machen. Einzeln, ja, okay. Aber vier auf einmal, never ever. So, der Typ hier ist doch... Warte mal kurz. Guck. Der erste steht da am Eingang. So, geht doch. Achso, es ging gar nicht um die Schafe. Ich habe ein riesiges Schaf. Mal hier der Typ, den kann man schon mal... Ist der. Ja komm, den machen wir fertig. Ich mach die geile Mucke an dafür. Kommen die anderen jetzt auch? Nummer 1.
und wieder raus. Und speichern. Na! Okay, vielleicht doch nicht speichern? Nicht speichern. Aber so kannst du schaffen, wenn der da rauskommt. Das ist gut. Okay, ich mach schönen Mock an für dich. Okay. Absolute Feuerparty hier, Freunde. Alle wollen zur Party kommen. Okay. Und Michael Reinke hat den falschen Eingang genommen. Hau sie auf. Mach ihn fertig, Besuchenden. Bitte, bitte, bitte. Heiligen. Schnell heil. Heil dich. Nein, nein, warte, warte, warte. Doch, heil dich. Heil dich. Du musst erst mal gucken, dass hier keiner ist, sonst schießt mich doch ab beim Heilen. Heil dich. Heil dich. Heil dich. Heil dich. Heil dich. Ha. Ha. Jetzt, Freunde. Jetzt machen wir mal die Bude sauber. Jetzt wird's kaputt. Hashtag Frühjahrsbus. Hashtag auf die Qual. Jetzt geht's wieder Schlag auf Schlag in your face, Suchende. I will fight you. Zwei Weibern. Voll ich. Schön. Weiter, Mann. Den setzen wir drauf. Ah, schön. Weiter. Schön. Yes. Sehr gute Leistung, Micha. Sehr gut. Vier Stück erstmal. Warte, 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 warte. Jetzt vier Klatschen. Erst abklatschen, wenn alle tot sind. Okay, ich kann es aushalten. Es sind alle tot. Yay. One. Und jetzt. Two. Drei. Vier Mal, Freunde. Was geht ab? Reinke ist der geilste Fucker von hier. Das Logo, die Bärs. Das ist geil. Yeah. Nice. Ach, das war ja schön. Der Trend ist real. Ah, ist gut, ne, dass ich die umgehauen habe. Ah, wirklich? Dass ich nicht aufgegeben habe. Hey, Mann, du bist der Beste. Das war schon echt krass. Ey, Paul, ganz sag's ehrlich, war das mega geil. Ist Michael Reinke der Beste, Paul? Aber jetzt würde ich gerne schlafen. Ja, sag ich. Ja. Jetzt würde ich gerne schlafen und bin aber verflucht. Wollen wir es mal ausprobieren? Oh. Ich will es nicht wahrhaben. Ich versuche jetzt zu schlafen. Oh, da gibt's einen Hebel irgendwo. Warte. Es hieß hier, es sei ein Hebel da. Ja, hä? Geht. Hä? Liebe Leute, was ist denn da passiert? Alles cool, dann müssen sie mich wohl nochmal erwischen. Ungutes Gefühl ist wahrscheinlich die Vorstufe von echt Scheißgefühl, weißt du? Kuri kann nicht mehr bis 13 auf Englisch. Na und? So, wo ist hier der Hebel? Verstehe ich nicht. De trois quatre. Auf Französisch aber. So. Auf jeden Fall gibt's ja hier schon mal eine Truhe, die könnten wir plündern. Ohne den richtigen Schlüssel so. Kriege ich das nie auf. Ach, jetzt ist die Quest-Futsch oder was? Wie? Welche Quest? Hä? Verstehe ich nicht. Okay, das habe ich nicht. Kein Plan, was wir jetzt. Nein, wir gehen jetzt zurück zu Seekopf und sagen, der Hof ist blank. Die Quest ist jetzt futsch. Hä? Welche Quest denn? Du hast geladen und die Pacht noch nicht eingetrieben. Ich verstehe das nicht. Ist das wirklich wahr? Nee, alles ist die gut. Die Pacht haben wir schon bekommen. Ja, doch, alles ist gut. Ja, ja. Ich bin mir ganz alles sicher. Cool. Ja. So, Seekopf, dein Haus ist befreit. Dein Haus ist leer. Die schwarzen Männer sind weg. Das hast du gut gemacht. Ona kann sich glücklich schätzen, solche Leute an seiner Seite zu haben. Rückt die Kohle raus, oder ich schlag dir die Zähne ein. Er hat doch die Kohle rausgerückt. Nicht zu schnell, mein Freund. Nee, ja, weiß ich nicht. Haben die Leute vielleicht recht und ich hab ihn nicht? Weiß ich auch nicht, aber ich kann mich nicht erinnern. Nicht so schnell, mein Freundchen. Weiß nicht, was in den letzten zwei Minuten war. Nicht so schnell, mein Freundchen. Du hast doch was von einer Belohnung gefaselt. Alles, was ich tun kann, ist dir ein wenig Gold geben und ich... Gib schon her, ich hab's eilig. Hier. So. Warte mal. Ah ja, okay. Rück die Kohle raus oder ich schlag dir die Zähne ein. Du Verbrecher, gehst mir nicht an den Geldbeutel. Ach, stimmt. Du nicht. Jetzt hauen wir ihn um und dann wird er gleich ein Suchender. Wieso wird er ein Suchender? Steh ich nicht, der. Nee, wird er nicht. Das ist ein ganz normaler alter Opa. Okay, ich bin verwirrt. Nee, aber er lebt nee. Noch. Ja, das ist gut. Pass auf, der gibt uns gleich die Pacht. Wir haben tatsächlich, glaube ich, irgendwie nicht gespeichert, nachdem wir die Pacht genommen haben oder so. Ich habe keine Ahnung. Also, man ist sich uneins im Chat. Ja, ist auch wurscht. Wir spielen einfach weiter. Ja, so. Natürlich. Wir verwirren uns ja nur. Das ist ja unser ja. Style hier. Aber ausrauben müssen wir vielleicht nicht. Er hat im Grunde genau die Pacht da in der Tasche. Die soll er mir mal geben. Darüber reden wir noch. Warte mal. Ist ja schon gut. Du hast gewonnen. Wo hast du das Geld? Nicht mehr schlagen, bitte. Ich will ja alles machen. Ja? Dann zahl deine Pacht. Aber Herr, ich hab doch... Meine letzte Ernte ist völlig... Ja, hatten wir alles schon. Rede keinen... Nein, bitte. Das geht doch. Das ist mein... So, zack. So, jetzt gehen wir nochmal in die Bude rein. Okay, wieso? Ob es irgendwo noch was zu looten gibt. Mhm. Aber in der Bude sind nur verschlossene Truhen, an die ich Ach, nicht wir haben vor darf. Dem Fluch, wir haben vor dem Fluch gespeichert, das ist gut. Gibt es hier noch einen Hebel? Hier soll es einen Hebel geben? Nee, in der anderen Bude. Ich habe keinen gesehen. Ich habe nicht richtig geguckt, deswegen würde ich gerne einmal durchgucken.
Hebel, ein Hebel. Also ich würde sagen, nein. Ja, gehen wir mal durch. Ja. Guck mal, jetzt auch schon gleich wieder am Kochen, wo alles gut ist. Sessel, Kamin. Nee. Okay, ist da ist noch ein bisschen. Licht ist noch vielleicht das Bild oder so? Nee. Geh mal noch da hinten rauf. Kann man die noch looten? Wir suchen nach. Nee, kann raus. Man nicht. Da ist nichts zu holen. Links? Nee. Nee, okay. Du, dann gehen wir weiter. Ja. Dann ab zu Ona. Okay, gehen wir jetzt zu Ona. Mach mal ein bisschen chillige Mucke an. Diese Pornöse. Okay, Mann. Wenn du die das haben dauert ja sonst wieder. Okay, klar. Die läuft eigentlich eh die ganze Zeit in meinem Kopf, die Musik. Ja, die ist auch so geil. Aber ich würde sie gerne nochmal laut hören. Ja, genau. Das war echt. Oh. Wieso gibt es da eigentlich keinen Hebel? Das ist so, als wenn so ein großer Fels von mir runterrollt. Ey, ist echt richtig entspannt, ne? Komm, das ist wieder so ein kleiner Suchender. Den machst du jetzt aber locker fertig. In dem Haus gibt es keinen Hebel. Da ist der Legolas. Was ich denn da im Maul? Okay. Ich bin mir sicher, ob der Chat mich trollt, ja, aber viele Leute schreiben, an einem Balken im Haus gibt's einen Hebel. Was macht der Hebel überhaupt? Ja, wahrscheinlich öffnet der Dinge. Zum Beispiel eine Huse. An einem Balken im Haus. An einem Balken im Haus. Okay, yeah. Ich gehe das einmal noch zurück, wenn das nicht stimmt, ne? Hier ist ein Schalter. Aber das ist für was anderes, glaube ich. Aber hat nicht Seekopf was dagegen, wenn wir seinen geheimen Schalter benutzen und in seinem Haus eine geheime Truhe zu öffnen? Meinst du Seekopf, so? Der alte Pissetrinker? Obwohl, der macht nichts mehr, ne? Den haben wir fünfmal. Der alte Karussellbremser, du meinst Seekopf, der Mensch, der sein Behindertenausweis auf dem Rummel gemacht hat? Ja, genau. Der. Ich hätte es nicht besser sagen können. Okay, so, warte mal, Balken. Also hier ist ein Sessel. Der alte Pupsessel, da wird es wohl nicht sein, oder? Warte, geh noch mal zum Pupsessel. Nein, ah, da zieh die Mucke mal rein. Alter, wie er nice. Guck mal, wie er kaut. Hat er Kaugummi drin? Ja, das ist meine Chefpose. Nice. Guck mal, wie unser Schwert, weil es so riesig ist, sich durch das Firmament des Polsters ragt. Es ragt tief rein. So, jetzt müssten sich hier so zwei Damen in Stahlbikinis, weißt du? Die müssten sich so auf den Sitzlehnen räkeln. Das wäre wunderbar. Da ist die Welt noch in Ordnung. Oh yeah. So, reicht's jetzt. Wo soll hier ein verfickter Hebel sein? Wo ist der verfickte Hebel? Da muss irgendwie ein Hebel sein, am Balken. Ja, an welchem Balken denn? Ja, guck dir mal an, der scheiß Balken, Mann. Hey, sollen wir jetzt die da letzten... war doch was! Was? Da war doch gerade was, oder nicht? Hä? Nochmal an dem Balken. Sessel, nochmal weiter nach rechts. Weiter nach rechts. Also, stand da. Nee. Vielleicht gibt's auch keinen Hebel, wer weiß. Weiß irgendjemand, welcher Balken es ist? Hey. Oh, ich finde das gut, dass die Musik von vorne anfängt. Das finde ich auch gut. Ja, wir gehen jetzt wieder zurück zu Ona. Okay. Ey, jetzt können die Leute es 50 Mal schreiben. Jetzt ist mir egal. Hat ja offenbar keiner eine Idee, wo der Hebel ist. Es gab keinen Hebel. Außerdem bei Michael Henk in der Butze. Das hat mich jetzt schon wieder verärgert. Mit dem Hebel. Da gibt's keinen Hebel, lasst euch nicht. Das nächste Schaf muss den Ärger abkriegen, ja. Leute, ich lass mich doch nicht trollen, ich will den scheiß Hebel finden. Da irgendwo ist auch ein bisschen Hebel. Können wir noch mal kurz Sumpfkraut rauchen, während wir da hingehen? Wir haben gerade vier fucking böse Männer getötet. Und Stängel rauchen. Dann stecken die anzünden. In Michas Hose. Wo ist denn der Stängel? Da gibt's keine Stängel. Nice. Flammzunge? Oh Mann, wo ist hier denn mal ein Stängel? Rule number two. Break the rules, ladies. Au! Du musst mitgucken, ich bin ganz blöd. Nö, nö. Das machst du schon alleine. Richtig. Dann dauert's. Falsch. Echt lange. Ne, hier ist er. Spalten! Spalten! Zieh das rein. Spalten! Spalten! Da hast du die Mucke. Und da kommt auch gleich hier Beuren, bückt sich zufällig, ne? Und wie weggeht. Der hat Angst. Und jetzt kommt der Boy Sahne Giss reden. Alter. So. Na, endlich. Ey, das Zeug wickt ja gar nicht. Ah, jetzt. Jetzt. Bibu, bibu, bibu. Ah, ich will, dass es wieder Sommer ist. Ich muss eben hier selber auch ein bisschen was reinfeiern.
Das war ein harter Tag. So viele Suchende. Was geht ab? Ach, wir hätten uns beamen können, wir Idioten, ey. Das raffen wir natürlich nicht, ne? Ist egal. Ja. Okay, wer. Achso, war das Torloff oder Lee, der es den Auftrag gegeben hat? Keine Ahnung. Hey, du. Ist das wirklich wahr? So. Ich habe die Pacht von Sekob eingetrieben. Und? Hat er freiwillig gezahlt? Ich muss den erst überzeugen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Gut gemacht. Wenn ich was Neues habe, sage ich dir Bescheid. Ich glaube nicht, dass ich da gut was ändere. Liebe Leute, das war heute Hashtag maximale Ausreizung. Hä? Das ist jetzt vorbei, oder was? Ja. Mit so einer lächerlichen Pacht? Ja. Was willst du sonst machen? Keine Ahnung. Frag Paul, was er machen soll. Paul, was sollen wir tun? Wir können so nicht aufhören. Ja, wir können so nicht aufhören, aber wir müssen jetzt kurz in 10 Sekunden irgendwas Geiles machen. Ja, Paul, was ist los? Ja, nein, warte was mal. Geiles, was ist denn was Geiles jetzt? Sag ja, keine schon. Ahnung. Ja, was, sag du. Sag du. Sag du. Nein, sag du. Ich hab... Wen soll ich hauen? Was? Paul, was sollen wir tun? Macht was ihr wollt, dann spielen wir noch weiter. Kacke, ist das geil. Ja, aber wen sollen wir denn hauen? Okay, irgendwen. Pass auf, wir speichern nicht, aber ich will... Das hat mich vorhin eher aufgeregt mit der Kneipe. Mit diesen ganzen Sichel-Cowboys da drin. Nein, das ist so kein... komisch angeguckt. Nein, komm, komm in die Stadt, einmal nach Corinnes, ganz schnell. Hey, wie denn? Mit Fuß? Ja, zu Fuß, einmal nach Corinnes, dauert 2 Stunden. Einmal nach Corinnes. Ah, ja, Mann, das regt mich jetzt auch auf. Ich will was Schönes machen jetzt. Mann, alle sind getriggert. Ah. Das Ende war so entspannt und jetzt, ich bin... Der pisst. Was machst du denn da? Hast du's gezeigt? Na gut. War das geil? Genug? Ist das? Meiner hat jemand gepinkelt und ich hab ihm dabei eine Axt in den Rücken gehauen. Ich fand's irgendwie gut. Cool, oder? Ich fand's irgendwie gut. Das ist Pulke, siegt er da im Regen. Nimm noch die Axt weg. Er hat auf die okay, wir können uns da eben noch zu Xardas. Xardas teleporten, das können wir eben noch machen. Okay, geil. Paul. Ein Applaus für Paul. Ein Applaus für Paul. Applaus schreibt man mit PP. Versuch das ja nicht nochmal. Okay, ab zu Xardas. Weiß ja nicht mal, wie ein zum alten Dämonenturm. Ne? Oder zum neuen. Wollen wir zum neuen oder zum alten? Zum neuen natürlich. Teleport zu Xardas. Ja, Mann. Das war doch schon vorher klar. Das ist Nummer 8. Ich drücke die 8. Alle sind gespannt. Und vergessen zu Hause. Da fliegen wir. Oh, da fliegen wir. Hi. Oh, weißt du noch, Krogi? Was? Weißt du noch, als wir damals hier dieses Spiel begonnen haben, vor genau fast einem Jahr? Oh. Das sind doch Erinnerungen. Das war wunderbar. Da war, weißt du, was auch damals noch? Ich glaube, wir wollten in die richtige Richtung. Ey, Leute, nee. Wir waren viel das weniger. Ihr seid viel mehr geworden über das Jahr. Ja, voll gut. Wir waren viel weniger Zuschauer. Wir waren 12. Wir waren 12 Waisen, ja. Ihr Kinder. Wir hatten ja nichts damals. Und damals war gleich schon der erste lustige Bug. Der Turm hat Haare bekommen. Ich möchte, dass auch er heute auch wieder Haare kriegt. Ist echt so. Weißt du? Wo laufen wir denn eigentlich? Na, ja, Xardas ist jetzt hoch, ne? Ja. Sagen einmal Xardas hallo. Aber ansprechen will ich nicht mehr, weil ich glaube, der labert sonst eine halbe Stunde. Meinst du? Ja. Ist ja die Buchse voll, ne? Nee, er hat jetzt richtig viel zu erzählen, halt Drachen und den ganzen Stuff, weißt du doch. So, wir speichern kurz. Speichern und einmal anquatschen, ja. Und damit beenden dann. Fängt der Hörer nicht mehr auf. Nein, so Cliffhanger-mäßig, dann faden wir so langsam aus. Und dann gucken wir ganz gespannt auf den Bildschirm und faden dann so langsam raus. Paul, geht das? Dann weißt du, ganz langsam dann rausgehen. Okay. Wo ist er überhaupt? Hinter dir, da. Ah. Ich bin zurück aus dem Minental, ist mega episch. Okay, ich bin zurück aus dem Minental. Aber wir werden das Gespräch nochmal führen, ja, nächstes Mal. Ja. Jetzt wird das hier so ein geiles Gespräch, erwartet euch nächstes Mal. Mega Cliffhanger, pass auf. Bam. Und Paul fadet gleich so richtig geil raus. Und wir werden... Okay. Ich bin zurück aus dem Minental. Das wurde auch Zeit. Was hast du gesehen? Du hattest recht. Das Land wurde überschwemmt von einer ganzen Armee des Feindes. Orks belagern die Burg und Drachen haben ganze Landstriche verwüstet. Wenn mich nicht alles täuscht, dann wird es nicht mehr lange dauern, bis sie Corinnes angreifen.